Fraktion Die Linke hat jetzt Sevin Dagdelen das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Herr Minister, es ist natürlich begrüßenswert, wenn Sie die Welt sicherer machen wollen, und es ist auch ein gutes Ziel, den IS natürlich auch zu bekämpfen. Aber da möchte ich Sie mal gerne fragen, der IS hat keine Waffenfabriken. Woher bekommt der Islamische Staat seine Waffen? Deutschland ist eines der größten Waffenexporteure der Welt und beliefert Diktaturen am Golf wie Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate oder auch den Terrorförderer Türkei, von denen man weiß, auch laut geheimdienstlichen Informationen, dass die islamistische Terrormilizen in Syrien bewaffnen. Da frage ich mich, warum bewaffnen wir weiterhin Terrorunterstützerstaaten wie diese am Golf? Und was ich sehe an Ihrer Rede ist auch, dass Sie nichts ändern an der falschen Politik, die die Bundesregierung in der Außenpolitik in den letzten Jahren gemacht hat. Was in diesen Tagen droht, ist eine massive Beteiligung Deutschlands an einem neuen Krieg gegen den Terror. Heute Morgen verkündete die Bundesregierung, 650 deutsche Bundeswehrsoldaten in den Krieg nach Mali schicken zu wollen. Und das Auswärtige Amt erwägt offenbar, in militärischer Unterstützung Frankreichs weitere Militäreinsätze, genannt werden dort vom Auswärtigen Amt Tunesien und Libyen. Und ich frage Sie deshalb, ob man aus diesem furchtbaren Krieg gegen den Terror nach dem 11. September, der gescheitert ist, nichts gelernt hat. Dieser sogenannte Krieg gegen den Terror hat aus einigen hundert Terroristen 100.000 Terroristen weltweit gemacht, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es falsch. Mord muss überall verurteilt werden, egal von wem und egal wo er stattfindet und gemacht wird. Und deshalb ist es auch falsch, NATO-Bombenangriffe, Drohnenmorde auf Hochzeitsgesellschaften im nahen Mittleren Osten züchten den Terror und haben den Terror regelrecht gemästet. Und deshalb sage ich Ihnen, erst wenn auch dieses Hohe Haus versteht, dass die Mütter in Pakistan, im Jemen, in Afghanistan oder im Irak genauso um ihre verlorenen Kinder trauern wie die Mütter in Paris und in Frankreich, erst dann können sie überhaupt verstehen, was wir hier verändern müssen an Politik, um auch weltweit gegen den Terror etwas zu tun. Das Auswärtige Amt hat in den letzten Jahren die Regime-Change-Politik der USA unterstützt. Im Irakkrieg 2003 war Deutschland mit dabei, nicht mit Soldaten, aber Deutschland engagierte sich stärker in dem Krieg in Afghanistan, sodass US-Truppen für den Angriff freigesetzt wurden und Deutschland stellte die Stützpunkte in Deutschland zur Verfügung und vor Ort in Bagdad half auch der Bundesnachrichtendienst kräftig mit. Beim NATO-Angriff auf Libyen beließ man die deutschen Soldaten in den NATO-Kommandostrukturen. Und heute herrscht dort der Islamische Staat über hunderte Kilometer von Mittelmeerküste. Da frage ich mich, war das erfolgreich, dieser Bombenangriff, dieser Krieg in Libyen? War das wirklich von Erfolg gekrönt, wenn wir jetzt einen Staat haben, der völlig zerstört ist, völlig destabilisiert ist und wo der IS hunderte von Kilometern Mittelmeerküste kontrolliert? Ich glaube, Erfolg sieht anders aus, meine Damen und Herren. In Syrien agierte man mit Saudi-Arabien, Katar und der Türkei, die den barbarischen Islamischen Staat und auch die Al-Nusra-Front, also ein Ableger von Al-Qaida, unterstützen. Man berichtet über Bewaffnungen seitens der türkischen Regierung an islamistische Terrormilizen. Und ich finde, die verheerende Saat dieser falschen Regime-Change-Politik ist jetzt aufgegangen. Auch dadurch wurden natürlich Strukturen hervorgebracht, die den Terror mitbefördern in der Region. Und deshalb sagt die Linke, kehren Sie endlich um mit dieser Politik. Das Völkerrecht muss hier die Richtschnur sein für das außenpolitische Handeln. Und das heißt natürlich auch weg von einer völkerrechtswidrigen Regime-Change-Politik.
Am Sonntag wird es einen EU-Gipfel geben mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die Türkei fordert 3 Milliarden jährlich als Tribut, damit Erdogan die Flüchtlinge im Land behält, als sozusagen Grenzwächter für die EU. Und so lese ich aus den Weisungen an ihre Brüsseler Beamten im Vorfeld des Gipfels heraus, die Bundesregierung ist bereit, Herrn Erdogan jährlich 1 Milliardenhilfe deutscher Steuergelder zu überweisen. Wie wollen Sie das eigentlich vor der Bevölkerung in Deutschland rechtfertigen, dass Sie Ihre Steuergelder künftig an jemanden zahlen, der den Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, der faschistische Schlägertrupps in kritische Zeitungsredaktionen schickt und der jetzt ein russisches Kampfflugzeug abschießen lässt und mal en passant den Dritten Weltkrieg riskiert? Wir finden, das darf es nicht geben. Der Pakt mit Erdogan darf so nicht stattfinden. Das wäre nämlich eine moralische Bankrotterklärung. Und was wir genauso sagen, ist, dass es nicht in Ordnung ist, diese militärische Beistandsklausel nach Artikel 42 Absatz 7 EU-Vertrag, auf dessen Grundlage jetzt dieser neue Krieg gegen den Terror laufen soll, hier noch nicht einmal in Brüssel oder geschweige denn im Bundestag abzustimmen. Alles lief auf Zuruf. Der Bundestag wurde nicht einmal informiert, geschweige denn, dass er gefragt wird. Und jetzt will das Auswärtige Amt nicht einmal mehr wie bisher über die bestimmten Ratsarbeitsgruppen aus Brüssel informieren und damit das Grundgesetz und auch die Unterrichtungspflichten verletzen, um sich eben bei den Kriegsvorbereitungen nicht in die Karten schauen zu lassen. Diesen Angriff des Auswärtigen Amts auf die Parlamentsrechte dürfen wir, meine Damen und Herren, nicht hinnehmen. Deshalb mein Appell auch an die anderen Fraktionen im Haus. Lassen Sie sich nicht derart entmündigen, meine Damen und Herren. Sagen Sie Nein zu diesem neuen Krieg gegen den Terror, der schon verloren hat, bevor er überhaupt angefangen hat. Danke. Vielen Dank. Bevor ich jetzt den Kollegen Dr. Franz Josef Jung das Wort gebe, möchte ich noch mal alle nachfolgenden Redner und Rednerinnen bitten, die vereinbarte Redezeit einzuhalten. Vor allen Dingen die ein großes Kontingent an Redezeiten haben, die sind meistens dann besonders großzügig. Aber dann kommen die nachfolgenden Kolleginnen nicht mehr zu bestimmten Zeiten auch zu ihren Debatten. Also, der Kollege